So, hier noch ein Beispiel. Und zwar geht es hier darum, einen konstanten Strom I3 hier in der Diagonale der Brücke zu erzeugen und das über solche resonanten Elemente hier mit zwei diagonalen Ls und zwei Cs zu machen. So, kann das wirklich funktionieren? Ja, erstaunlich, es kann. Ich zeichne mal Ströme ein. Hier zunächst mal I1 und hier I2. Nun, was würde passieren, wenn ich die Spannungsquelle umpolen würde? Ja, dann wäre das Gleiche nochmal da. Dann hätten wir hier I1 und da I2. Das wären aber auch die gleichen, weil es ja die gleiche Spannung wäre. Der Strom würde sich umkehren. Also können wir auch gleich aufgrund von Symmetrieüberlegungen davon ausgehen, dass hier ein I2 der gleiche Strom mit der gleichen Stärke fließt wie da und da. So, wenn wir das schon mal haben hier in der Brücke, dann können wir natürlich auch hier die komplette Masche, beispielsweise diese hier mal ansetzen. Nämlich U gleich I1 mal J Omega L, das ist das da. Und der Spannungsabfall hier plus I2 durch J Omega C. So, wenn das ganze Ding in Resonanz ist, also 1 durch Omega C gleich Omega L, und wir das alles hier ausmultiplizieren, dann bleiben wir mal nur beim Omega L, dann haben wir hier natürlich J Omega L mal, das ist ja genau dasselbe, nur negativ, mal I1 minus I2. Ja, und was ist I1 minus I2? Es ist ja I1 gleich I2 plus I3 an dem Knoten. Können Sie nehmen, welchen Sie wollen. Also ist I1 minus I2 gleich I3. Und das Ganze ist unabhängig von Z3. Noch etwas schöner geschrieben, mit natürlich der Auswertung der Resonanz hier, Omega gleich 1 durch Wurzel L mal C, folgt daraus, dass U gleich J Wurzel L durch C mal I3 ist. Oder eben auch I3 gleich minus J Wurzel C durch L mal U. Machen wir schön bunt. So, das vielleicht Spannende daran ist, wenn wir das Z3 jetzt mal sehr groß machen würden, dann müsste es ja eine unendliche Spannung hier an der Stelle geben können. Und ja, das kann es. Wir haben es ja mit idealen Resonanzkreisen zu tun. Wollen wir jetzt mal ein Beispiel nehmen. Hier U gleich 10 Volt, F gleich 50 Hertz und ein I3, das wir haben wollen, von 1 Ampere Stromstärke. Naja, dann können wir sofort auflösen hier mit Hilfe dieser Geschichte hier. I3 Betrag ist gleich Wurzel. Omega mal L hoch minus 1 mal U. Und wir kommen darauf, dass L gleich I Betrag durch U mal 1 durch 2 Pi mal F ist. Also gleich 319 Mikrohenry. Und aus dem Omega Quadrat gleich 1 durch LC folgt, dass C gleich 31,8 Millifarad ist. Beide schon relativ groß, würde ich sagen. Naja, wenn wir jetzt das Ganze komplett noch berechnen wollen, ohne Resonanz,
Da würde ich mal ein modifiziertes Knotenpotentialverfahren ansetzen. Ich lege hier die Masse hin, mache hier den Knoten 1, den Knoten 2, den Knoten 3 und stelle erstmal ganz stumpf die Matrix auf. Nun an Knoten 1 haben wir die Blindleitwerte. Ich schreibe es gleich so: J, BL plus BC. Ja, das ist genau der Punkt hier. Und dann haben wir an dem Punkt hier nochmal gleich dasselbe. Plus dem Y3. Und hier unten haben wir nochmal genau dasselbe. Plus Y3. Ein Koppelelement in der Mitte natürlich minus Y3. Minus Y3. Und jetzt brauchen wir die Koppelelemente hier an der Stelle. Das sind die minus JBL und der minus JBC. Da machen wir Kreuze rein, den brauchen wir nämlich nicht. Und dann haben wir hier die Spannungen U, das ist ja die bekannte Spannung, U2,0, U3,0, gleich der Nullvektor. Ich forme das ganze Ding um, indem ich hier diese beiden Elemente mit U multipliziere und als Anregungsvektor auf die rechte Seite bringe und dann aber den Rest der Matrix hier streiche. Das heißt, wir bekommen J, BL plus BC minus Y3 minus Y3, ups, plus Y3, hier noch dazu J, BL plus BC plus Y3, U1,0 als U2,0, U3,0 gleich J, BLU, J, BCU und das Ganze kann ich auflösen nach der Cramerschen Regel. Die daher besagt, nehme den Anregungsvektor und packe ihn an die Stelle, wo du eigentlich das Ergebnis haben möchtest, da, dann werden die berechnet die Determinante und teile durch die Gesamtdeterminante. Also haben wir hier U2,0 gleich J, BL, U, das war die Stelle, mal J, BL plus BC, plus Y3, minus und minus mal plus, Y3, J, B, C, U, durch die Gesamtdeterminante, also J, B, L, plus B, C, plus Y3 zum Quadrat, minus Y3 zum Quadrat und U3,0 ist, pack den Vektor an die Stelle und dann dasselbe nochmal J, BL plus BC plus Y3 mal J, BCU plus Y3 J, BLU durch, ich schreibe die Determinante nochmal hin, und das ist das Ergebnis.